Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Der arme Kerl kann einem laut. Hier, wir quatschen mal mit Baltram. Zeig mir deine Ware. Ach so. Okay. Ja. Ranga, Ulf, den hatten wir aber noch nie gequatscht. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Wer sind die drei Wirte? Wer sind die drei Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Coragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat. Und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Bring mich zu... Naja, nicht zum Kloster. Lass es mit Ranga. Hört, ihr Bewohner von Korinis. Hey, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmigen. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Hauptangriffs entsprechend vorzubereiten. Ja, ich mache Ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Zeit ist alles voll. Alter, die labern alle voll. Wie ist die Situation mit den Orks? Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Jo, willst du noch ein Bier? Willst du noch ein Bier? Klar will ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Ich bin ganz deiner Meinung. Okay, wir haben aber kein Bier. Und hier ist Rengaro wieder. Hackhorn und Bürger. Aber wir gehen mal pennen. Ihr müsst es ja besser wissen. So, wo... Bartok hier wieder. Ist doch wahr. Brian, Regis. Jetzt sind die hier ein bisschen unterwegs. Okay. Aber wir können ja hier in der Schmiede pennen. Bei Harad. So. Zu weit weg. Und bis zum nächsten Morgen. So, und hier wieder hoch. Oh, schönes Wetter wieder mal. So, und in der Taverne können wir mal mit dem Wirt quatschen. Das ist mal wieder typisch. So, ah ja, hier war die Taverne. So, mit Nagur und Cardiff. Wir speichern hier aber einmal. Vorsichtshalber. So. Warte mal. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Okay, einverstanden. Vergiss, ich hole mir meine Infos von. Okay, einverstanden. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. So, ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Wer erzählt zu den einflussreichen Bürgern, wo kann ich Arbeit finden? Was weißt du über die vermissten Bürger? Bei wem kann ich hier was lernen? Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. Toll. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das eine oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Bei wem kann ich hier was lernen? Hier im Hafenviertel gibt's ein paar fähige Leute. Karl, der Schmied, ist ein kräftiger Bursche. Er kann dir bestimmt zeigen, wie du stärker wirst. Alrik versteht sich aufs Kämpfen. Und Laris ist ein geschickter Gauner. Er ist auch gelegentlich hier im Hafenviertel.
Und wenn du verrückt genug bist, den alten Ignaz aufzusuchen, der kennt sich mit allmich Tränken aus. Wo finde ich all diese Leute? Junge, bis ich dir das erklärt habe, hat der König den Krieg gegen die Orks gewonnen. Schau dich einfach im Hafenviertel um, dann wirst du sie schon finden. Und wenn du keine Ahnung hast, dann kauf dir doch eine Karte bei Brahim. Den findest du leicht. Er hat seine Hütte direkt neben meiner Kneipe. Dafür hätte ich eigentlich das Doppelte nehmen sollen. Ja, okay. Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt? Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt? Hier unten am Hafen wirst du niemanden finden. Der einzige mächtige Mann hier ist Lema. Der Geldverleiher wird zwar nicht gerne gesehen, aber er hat Gold und andere einflussreiche Bürger haben Schulden bei ihm. Die Händler und Handwerker haben auch viel Einfluss. Zu viel für meinen Geschmack. Mhm. Wer hat alle Schulden bei Lema? Wenn du das wissen willst, wirfst du am besten mal einen Blick in sein Schuldenbuch. Dürfte nur ziemlich schwierig sein, da ranzukommen, ohne dass er es merkt. So viel wie ich weiß, trägt das nämlich immer bei sich. Ah, okay. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Mhm. Gibt's hier auch spezielle Arbeit? Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Mhm. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Okay. Komm, gib mir was zu trinken. So, hier ein Bier. Passt. So, Nagur, mit dem quatschen wir gleich. Erstmal müssen wir hier irgendwem ein Bier geben, der da oben war in der Unterstadt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ist ja schrecklich. So. Achso, wir sind ja Lehrling von dem Schmied. Das heißt, wir können vielleicht sogar schon in die Oberstadt. Wir sind ja Bürger jetzt mittlerweile von hier. Also, wo ist der Tunkenbold? Da vorne. Der ist ja nur am Saufen hier. Hey. Willst du noch ein Bier? Es geht doch nichts über ein kühles Pilz. Hat mich sehr gut. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Mhm. Ich hätte mehr Bier kaufen sollen. Okay, aber wir quatschen dann jetzt mal mit Nagur. Oder wir gehen mal in die Oberstadt, gucken, ob wir da überhaupt jetzt durch können. Adanos aber sah, dass nun Ordnung. Ich würde jetzt gerne wissen, wie die Oberstadt hier aussieht. Da bin ich jetzt neugierig. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Meinst du, mir geht es besser? So. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Ja, ja, alles gut. Ihr hatte das nicht. So. Hier haben wir einen Bürger. Okay.
Fernando Gerbrand. Das nicht. Hey. Wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Ah, okay. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Momentan lebe ich von meinen Ersparnissen. Aber wenn es mir nicht gelingt, wieder ins Geschäft zu kommen, werden harte Zeiten auf mich zukommen. Okay. Gerbrand, was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Verstanden, Gerbrand. Du reißt ganz schön das Maul auf. Du solltest mir gegenüber ein bisschen mehr Respekt zeigen, sonst bekommst du hier noch ganz gewaltige Probleme. Ich sage hier, wo es lang geht. Wenn wer Ärger macht, bekommt er Ärger mit mir und sollte schleunigst die Stadt verlassen. Denn wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Die meisten Leute im Hafen arbeiten für mich. Und wenn du irgendwann mal Arbeit suchst, solltest du zusehen, dass ich dich in guter Erinnerung habe. Hab keinen Bock, mit dir zu quatschen. Wer ist da? Ah, du schon wieder. Lothar. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. Okay. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Wo finde ich Lord Hagen? Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Okay. So, wer ist denn das? Stadtwache, Ritter, das war Ritter. Doch schon vorher klar. Noch ein Ritter. Ich werde mich dann hören. Stadtwache. Ich glaube, hier komme ich auch nicht groß ist der da weiter. Nicht drauf gekommen. Das da müsste wahrscheinlich das Rathaus sein. Das will doch keiner wissen. Meinst du, mir geht aber hier sieht schöner aus als unten auf jeden Fall, muss ich sagen. Das kann doch nicht aber wir gehen noch nicht zu Lord Hagen. Wir haben noch genug andere Quests zu erledigen. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Und wir müssen noch mit Nabu quatschen. So, wer ist denn das? Arbeiter. Genau, und Bürger halt. Ich hab da so meine eigene Meinung. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Da ist schon eine kleine Stadt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ich hab was so. Wieder runter zum Hafenviertel. Mehr. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, Bürgerin. Und es wird noch viel schlimmer. So, Cardiff. Da haben wir Nagur. Wir speichern jetzt noch einmal hier und quatschen dann mit dem. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln. Verstanden? Okay. Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage. Und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Alles klar, du bist der Boss. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe-halbe. Alles klar, du bist der Boss. Wir werden die verpfeifen. Dann sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, einen Haufen Gold einzustreichen. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein.
Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Aki abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Mhm. Wie hoch wird der Gewinn sein? Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Wo ist Alex? Wo ist Akils Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein paar Stufen, die in den Stein gehauen sind. Geh dort hinauf und du kommst zu Akils Hof. Hm? Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Okay, wo finde ich Baltram? Er hat seinen Stand am Marktplatz. Okay, alles klar, dann alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Okay. So, wir gucken uns das hier mal an, der falsche Bote. So, ich soll mich von Baltram als neuen Boten einstellen lassen. Dann soll ich die Lieferung von Bauer Akila abholen und zu Nago bringen. Er erzählt alles weiter schlimmer. Ja, dann suchen wir mal Baltram. Er ist ja nur eine Person von der Diebesgilde vermutlich. Und durch ihn komme ich an die anderen Boten ran. An die ganze Diebesgilde ran. Dann kann ich die auf einen Schlag alle verpfeifen und dann ordentlich Geld dafür kassieren. Er ist ja nur ein Mittelsmann. Und wir wollen ja die komplette Gilde hier loswerden, obwohl ich es schon verlockend kriege, für die Diebesgilde auch noch zu arbeiten. Hier, bald. Hast du Interesse an einem Job? Klar, worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Gut, ich bin dabei. Okay, sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. Wo finde ich Akils Hof? Geh einfach hier vorne durch das Osttor raus und folge dem Weg nach Südosten. Nach kurzer Zeit kommst du an eine Steintreppe. Die gehst du rauf und von da kannst du Akils Hof schon sehen. Das habe ich schon immer gesagt. Also zeig mir deine Ware. Also ich kann ihm nichts verkaufen jetzt. Der erzähle ich gar nichts mehr. Bei Akils Hof, da haben wir ein anderes Problem. Das ist ja schrecklich. Duell. Da sind Banditen. Das ist ja schrecklich. Die momentan Probleme machen. Das müssen wir auch irgendwie lösen. Das wird schwer. Das hinzukriegen. Das wird echt nicht einfach. So, dann müsste jetzt gleich hier die Treppe kommen, ne? Die war doch hier irgendwo, meine ich. Oder bin ich schon zu weit? Ne, die kommt noch da vorne, okay. Aber wir werden uns definitiv Laris anschließen und Gorn. Vielleicht ist Diego auch einer von denen. Das ist Akils Hof. Sehr wahrscheinlich. So. Die Frage ist jetzt, gehört die Diebesgilde mit zu den Banditen? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich würde sagen, wenn du leben willst, dann verschwindest du jetzt, kapiert? Glaubst du wirklich? Hey, Akil. Du. Nicht jetzt, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Alvarez? Bist du immer noch hier? Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Ich will nur was abholen. Ich will mich euch Söldnern anschließen. Ach ja? Dann verpiss dich! Sonst wirst du dich niemandem mehr anschließen.
Ich habe dir eine Chance gegeben. Aber du willst es anscheinend nicht kapieren. Okay, dann werde ich dich jetzt umbringen. N'Garo, machen wir sie fertig. Das hast du verdient, Mistkerl. Jo. Nein! Mit einem Schlag. Okay, wir versuchen noch einmal. Mit dem konnten wir ja quatschen, auf jeden Fall. So. Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. So, ich will nur was abholen. Ich will nur was abholen. Wir auch. Wir waren zuerst hier. Also verpiss dich. Das muss ich dir wehtun. Okay, noch ich einmal. Ich habe dir eine Chance gegeben. Aber du willst es anscheinend nicht kapieren. Okay, dann werde ich dich jetzt umbringen. N'Garo, machen wir sie fertig. So. So, die hauen da. Komm. Alter, die haben... Den haben wir fertig. Alter. So geht's auch. Ein dämlicher Mistkerl. Minus sei Dank. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Hast ja nicht mal Gold. Mein Name dabei. Ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Jo, ich will was abholen. Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Es reicht gerade zum Überleben. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kati und lass dich von ihr versorgen. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak okay. Und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Klar, was sollten die Söldner, was wollten die Söldner? Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Ich komme von Baltram. Ich soll ja eine Lieferung für ihn abholen. Dann bist du sein neuer Bote. Okay, ich habe das Paket schon fertig gemacht. Du kennst dich doch hier in der Gegend aus. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Wo finde ich den Hof von Ona? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Okay. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Ja, die meiste Arbeit, was die beiden hier angeht, habt ihr erledigt. Wo ist seine Waffe? Grobe Kriegsaxt, die nehmen wir mit. Und ein Degen. Da ist nichts zu holen. Aber wo ist seine Waffe hin? Hat er keine Waffe? Ist die hier irgendwo hingelandet? Okay. Gut, dann... Da haben wir Akil. Wie heißt er? Der heißt wahrscheinlich Arbeit oder Bauer. Randolph. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut.
Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis, wegen dem magischen Erz. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Und du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Ich hab da eine Idee. So, der heißt Bauer. Und hier drinnen konnten wir nochmal hier mit dir quatschen, ne? Kati. Hey, du. Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Danke. Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas Unterdrückung? Wir stadtnahen Bauern sind besser beraten, uns mit der Miliz der Stadt gutzustellen, als auf Onas Söldner zu bauen. Es gibt da aber auch noch Benga und Sekob, die lieber ihren Hof aufgeben würden, als für den König zu arbeiten. Wo finde ich die Höfe von Benga und Sekob? Sie sind nicht weit vom Hofe des Großbauern entfernt. Geh weiter nach Osten. Dort wirst du sie finden. Habt ihr nie daran gedacht, hier wegzugehen? Aus diesem Teil des Landes kommt man nicht so einfach weg. Das ganze Land ist umschlossen von einer hohen Felskette, die unüberwindlich ist. Die beiden einzigen Wege von hier fort sind der Pass ins alte Minental und der Hafen. Da wir uns die Überfahrt mit dem Schiff nicht leisten können und das Minental ein Land ohne Wiederkehr ist, werden wir hier bleiben müssen. Was weißt du über den Pass? Ich bin selbst noch nie dort gewesen. Er muss aber irgendwo bei Bengas Hof auf dem Weidenplateau sein. Pass auf deinen Mann auf. Ich werde mich bemühen. Ja, die Mahlzeit brauchen wir jetzt nicht. Aber gut, wir haben die eine Aufgabe für die Diebesgilde, sage ich jetzt mal, erledigt. Egil, ja, brauchen wir jetzt auch nicht anzuquatschen. Jetzt erstmal wieder die Treppe finden. Oh, Dunkelpilze. Ja, gibt's wieder was zu futtern? Nice. Noch ein Dunkelpilz. Das ist jetzt nice. Ja, wie kann ich springen? Nicht vernünftig. Ich vermisse die Rolle. Akrobatik können wir ja wirklich hier nicht lernen. Kann das sein? Hier steht zumindest nichts, was Akrobatik angeht. Rüstungsschutz vor Drachenfeuer? Wie wird mir das nicht aufgefallen? Aber Akrobatik gibt es hier wirklich nicht. Ihr habt wieder 10 Lernpunkte, stimmt. Die müssen wir eben kurz irgendwo ausgeben. So, sprinten kann ich gar nicht. Ist mir auch aufgefallen. Und wir haben hier noch so viele Quests. Aber wir werden uns definitiv Lee anschließen. Da bin ich ganz klar der Ansicht, dass es einfach Sinn macht, einfach der Kolonie, also beziehungsweise den Leuten aus der Kolonie beizutreten, weil wir auch Teil der Kolonie waren. Da
Das ist mal wieder typisch. Aber ich habe noch eine Idee. Wir gehen vielleicht erstmal hoch und skillen vielleicht zwei Handwaffen. Ich glaube, macht mehr Sinn. Gerade jetzt am Anfang. So. Quatschen wir mal, Wulfgar. Lass uns mit dem Training beginnen. Lass uns mit dem Training beginnen. So. Zweihandwaffen. Und nochmal. Solange wir hier sind. So, benötigte Stärke 70 haben wir nicht. Jetzt brauchen wir eigentlich eine vernünftige Zweihandwaffe. Wie sieht's hier jetzt aus? Zweihänder, Anfänger 20%. Oh, wie geil die Musik jetzt gerade klingt. So, wir können aber auch hier mal kurz quatschen, ob die da eine vernünftige Zweihandwaffe für uns haben. Eine, die wir tragen können. Wir haben ja Stärke 34. Wer sagt denn sowas? So. Ah, da bist du ja wieder. Und wer muss die Arbeit machen? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wer sagt denn sowas? Kumpfschwert. Schwerer Zweihänder. Ist Einhand, Einhand. Stabkeule, Steinbrecher, Langschwert. So, Piratensäbel. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Einhand. Einhand, Zweihand, Kampfstab. Das ist mal wieder typisch. Warte mal, wir können aber ihr was. Zeig mir deine Ware. Wir können ihr das hier geben. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das. So, was können wir ihr noch geben? Wir haben hier. Ich habe es selbst erlebt. Silbernen Ring. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ah, die Dinger brauchen wir nicht. Er arbeitet. Ja, komm, machen wir so. Er sollte lieber den Mund halten. Und dann würde ich sagen, die Lieferung von Waldram. Warte mal, Waldrams Lieferung, was müssen wir dann machen, genau? Lieferung habe ich, ich könnte sie jetzt zu Waldram bringen. Der falsche Bote. Die Lieferung habe ich, ich könnte sie jetzt zu Nago bringen. Wir bringen sie zu Nago, damit wir zur Diebesgilde gelangen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.